Gut, und jetzt das Ganze nochmal von vorne und dann einfach rückwärts nach oben in das Türchen. Und dann ist auch bald schon Weihnachten. Sicher? Schon wieder? Naja. Es ist so traurig, ne? Wie schnell die Zeit vergeht. So. Allein, ey, guck mal, ein Let's Play gespielt, bam, ein Jahr weg. Das ist schon sad. Wann haben wir angefangen mit Tomb Raider? Zwei. Ich weiß es nicht. Es ist schon lange her. Sauerei. Die erste Folge Tomb Raider 2 ist am 15.02. erschienen. Was? 2021. Ja. Ich dachte doch gerade, ein Let's Play, ein Jahr vorbei. No, puh. Wir haben heute den 7.11. 21, genau. Ich gehe so kaputt. Ich gehe so kaputt. Du. Ich würde dir empfehlen, schräg drüber zu gehen. Immer schräg? Ja. Nee, eigentlich nach rechts, aber okay. Gerade hat's doch auch funktioniert. Lara? Frau Croft, bitte. Das muss ich aber mal bitten hier. So. Und nochmal. Speichern vielleicht? Wo ist er? Hä? Ich habe ihn doch gehört. Ich auch. Ach, da oben kommen, ne? Okay. Speichern. Genau. Safe. Okay. Gut. Und jetzt nochmal dahinter. Wir speichern nochmal. Denn das Leid, das mit diesem Spiel einhergeht, das kennen wir alle. Das wird ein kurzer Sprung. Ja. Das schaut irgendwie aus wie ganz, ganz viele Sprungplatten. Ich speichere nochmal. Safe Game. Und jetzt gucken wir da rein. Es sind keine Sprungplatten und wir haben hier im Eck, was auch immer das ist, einen Schädel. Den würde ich gerne hoch aufgelöst sehen. Okay. Du siehst dann dieses Kreuz in der Mitte noch weniger, ne? Das markiert, dass man den schieben kann. Das ist schon gemein. Dann ziehen wir mal die Fratze aus der Wand. Wen nennst du hier Fratze? Dich. Du. Was? Ich bin ein guter Junge. Das bin ich. Naja. Was für naja, was laberst du? Nee. Das ist schon... Okay. Alter. Okay, für eine Fresse, dann erzähl mal. Ah, wir haben hier eine Luke geöffnet. Und wir können hier auf eine Kugel. Ja, ganz sicher sogar. Wir können hier erstmal. Wir mal. Oh nein. Es ist doch so klar. Da. Okay, und jetzt? No, was? Hä? Habe ich was falsch gemacht? Why are the tigers on fleek da unten?
I will tell you in just a second. I guess I have done it in the right way because the door is now open and I can follow my way to eternity. So, und jetzt können wir hier abbiegen. Und hier drin waren garantiert die Todestiger. Der Hebel dann aufgemacht. Der Hebel und hier könnten wir wieder nach oben gehen, eine Abkürzung. Wir speichern mal. Safe game. Da ist aber dann immer noch eine Tür, ne? Wir sind hier noch nicht fertig. Ich weiß noch, wie wir in Tomb Raider 1 reingegangen sind und einfach dachten, dass das Game nach ein paar Stunden vorbei ist. Oh nein, nicht schon wieder. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir so ultra bekannt vor. Sekunde kurz. Das haben wir schon gemacht hier. Garantiert. Warte kurz, warte kurz. Ja, ich warte. Okay. Geh mal zu der Tür. Ich glaube, ich hab's. Da können wir doch die Maske einsetzen hier. The Dragon Seal. Das Drachensiegel. Da, jetzt. Siegel eingesetzt, Tür öffnet sich. Und wir gehen hinein. Okay, wir gehen hinein. Wir gehen hinein. Wir gehen nicht hinein! Was ist denn das? Wie? Der ist bergauf gerollt. Ja. Warte, wo war ich denn? Wie war das damals in der PlayStation-Version? Da musste man irgendwas finden, um zu speichern, ne? Meintest du mal? Nee, es gab bestimmte Punkte, an denen konntest du speichern. Ach so. Also im Prinzip, da war irgendwo so ein grüner Beam und dann bist du da hingegangen und konntest das saven. Wo geht's jetzt hin? Ins Wasser. Swan Dive, yay! Das ist ein Problem, wenn das Wasser halt nur knöchelhoch ist. Dann sollte man sowas vermeiden, glaube ich. Ja, sollte man. Upsi, ich wollte gerade voll den coolen Abgang machen und dann habe ich voll reingeschossen. Du hast einen Abgang gemacht, streng genommen. Ja. Okay, wir haben hier einige Hebel und es schaut sehr, sehr stark nach Falle aus. Okay, die Sache ist die. Ja. Die Sache ist, die wahrscheinlich ist einer der Hebel der richtige und die anderen lösen eine Falle aus. Wahrscheinlich wird der Raum geflutet. Und da, nee, da von oben kommen Stacheln runtergefahren. Oh mein Gott. Speicher doch mal, sagt er. Oh mein Gott, ich habe gerade unseren Save Point, glaube ich, ruiniert. No way. Lauf, Lara. Speicher nochmal. Oh mein Gott. Wie. Oh, ist das schlimm, wenn man so stirbt. Das willst du wirklich nicht. Stell mal vor, wir hätten den ganzen Freund. Ja. Hätte ich die Remote Control angemacht, dann hättest du spielen dürfen. Nein. Okay, wir gucken mal nach oben. Wir wollten doch nur den Dolch haben. Was ist denn das hier für eine Anstrengung? Okay, hier geht's nach. Gut, ein Selbstexperiment durch. Eine Sekunde. Okay, schieß los. Ja, warte. Upsi. Nee, alles gut. Das schmecke ich noch. Mein Essen schmecke ich nicht mehr, aber die Energy Drinks gehen noch. Okay. Muss ich mir Sorgen machen? Gar nicht. Schmecke gar nichts mehr von meinem Essen. Dann befürchte ich, dass du eventuell ein Energy Rona schmeck ich hast. Noch.
Möhrchen schmecken wirklich nach gar nichts, ne? Das ist nur Konsistenz. Mhm. Das ist ganz schön traurig. Ist es, weil du jetzt Roni hast oder hast du es einfach zu sehr gekocht? Weil meine Nase einfach komplett im Arsch ist. Aber den Energy schmecke ich noch, also bei Coroni schmeckst du ja gar nichts mehr. Mhm. Ja, muss ja nicht sein, aber ist eins der möglichen Symptome. Ja. Das ja, wird schon wieder. Ist ja morgen sowieso beim Arzt. Mhm. Ja, morgen. Ja, morgen. Oh nein, das ist so Hardcore-Zeit mal wieder. Oh, was habe ich getan? Lol. Ich wurde das einfach zurückgezogen. Also, ich will hergehen, diesen Hebel betätigen. Und jetzt schwimme ich dort nach hinten, so schnell es mir nur irgendwie möglich ist. Und es reicht trotzdem nicht. Okay. Wir gucken einfach mal hier rein. Was haben wir denn da? Wir haben hier einen kleinen Tunnel mit einem Medipack. Mir fällt gerade auf, ich habe keinen Sauerstoff mehr, weil ich die ganze Zeit unter Wasser war, ohne aufzutauchen. Legende. Hätte man vielleicht auch mal machen können. Dann achten wir jetzt mal beide darauf. Erstens, wie wir den Fisch erledigen und zweitens, was passiert, wenn ich den Hebel betätigt habe. Böser Fisch. Okay. Einmal den hier. Es ist runtergegangen. Und will ich das? Hoch. Guck mal. Ah. Okay, ich verstehe. Da ist vorher quasi das Wasser rausgepumpt worden. I see, okay. Und wahrscheinlich wiederum der Hebel auf der anderen Seite macht es rückgängig. Wenn wir dann zurückgesaugt werden. Ja, wahrscheinlich. Dann beeile ich mich jetzt mal, dass wir an das Medipack kommen. Boah, Unterwasserlevel sind schon echt anstrengend. Das böser ist voll Fisch. Die... Was? Na, hast du eben gesagt, böser Fisch. Böser Fisch? Hast du eben gesagt. Als du den Aal erschossen hast. Hm. Wie viel Sauerstoff hast du noch? Nicht mehr viel, Hälfte weniger. Aber wir können uns ja gleich mit Express wegpumpen lassen. Wir heilen uns da im Notfall gegen. Ein Drittel. Ein jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Jetzt bleib doch nicht hängen, Laura. Ein Sechstel. Nicht hetzen, nicht hetzen, nicht hetzen. Ein Neuntel, ein Zehntel und du bist out of Sauerstoff. Oh, das war richtig knapp. Siehst du das? Oh mein Gott. Wir speichern erstmal, das war zu viel Stress. Dann tauchen wir ab in die Untergründe und gucken mal nach, was hier hinten so los ist. Wir haben hier einen weiteren Hebel. Was bewirkt dieser? Er öffnet die Tür da oben. Also was den anderen betätigen, damit der Wasserspiegel steigt, dann kannst du da oben raus. Oh Gott, okay. Ist ja voll technisch hier alles. Der Fisch geht auch nach oben, okay. Und jetzt gehen wir hier nach draußen, aber die Frage ist, ist das hier der endgültige Ausgang oder? Oh nein, 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 nein. Oh, hallo. Loot. Nein. Also, heil. Ja, ja. Hab ich. Alles gut. Okay, 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 okay. Da unten liegt Shotgun-Munition. Du elendiges Stück Fisch. Ich mag Fische, ja. Fische sind toll, ja. Nur essen mag ich sie nicht. Bin ich so der Fischesser? Ja, ich esse die gerne. Noch mehr. Oh, was ist denn da über uns? Noch mehr Munition. Oh, ich glaube, wir nähern uns den. Oh mein Gott. Ich weiß, wo wir sind. Erinnerst du dich an die zwei Wände, die von links und rechts auf uns zugefahren sind? Wir sind jetzt da unten drunter.
Da unten drunter, das erinnert mich gerade an Saw 7, wo, nee, Warum? 6. Weil er auch solche einfahrenden Wände hat, die den Ah, anderen das ist Typen ja. zerquetschen. Und er ist in einem Glaskasten unten drunter. Oh nein. Ja. Wände, Wände, Ich hab Wände. schon gemerkt. Ja, Lara, lass dir Zeit. Es ist gut, ja. Oh. Geht's da? Ah, okay. Egal, wo es hinführt, alles besser als die Stacheln. La. La. Hilfe? Hallo? Es Der ist Tunnel ein des langer, Todes. dunkler Tunnel. Hilfe? Schwimm. Ein Schlüssel. I Hä, haben wir den nicht vorhin irgendwann mal gesehen, vor Ewigkeiten? don't Doch, safe, den hatten wir schon mal hier irgendwo gesehen. Das ist irgendwo in der Passage, in der wir schon mal waren. Nur wo? Du Hier. hast da alles geflutet. Oder? Nee, Lol. das war schon, oder? Da war Wasser. Ja, die Fische sind ja auch Ja. hier, lol. Hä? Ja, hingecheatet. Ja. Die Frage ist, muss ich jetzt hier lang oder wie war das? Ja, doch, genau. Ich habe jetzt einen, warte mal, ich habe jetzt einen Schlüssel, aber wozu ist der Schlüssel? Gold Key. Wo haben wir denn einen Schlüssel gebraucht? Ich speichere jetzt erstmal. Ich glaube nicht, dass wir hier wieder reinlaufen müssen. Da hinten ist eine Tür. Und die braucht einen Schlüssel. Genau. Das ist ja der Wahnsinn. Du hast jetzt zwei Drittel dieses Levels geschafft. No. 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 Okay, wir haben ein Problem. Was machen wir jetzt? Gute Frage. Soll ich zurückschwimmen? Wo? Da hinten liegt irgendwas. Bro, du brauchst den Hier. Silver Key für das Ding. Aber wir haben den Gold Key. Gold ist Gold doch besser Key. als Oh. Silber. Ja. Aha. Und wo soll ich jetzt hin? Sekunde, ich informiere mich. Die Sparkasse informiert Sie heute. Nein. Dann eben nicht. Hier hinten gab's ein Pad, das einen nach oben schießt. Sekunde, bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da. Ja. Warte mal, was? Und ja. Geh doch mal ins Wasser. Ins Wasser Hat soll sich ich das jetzt zurückgehen? gerade gelohnt? Ja, ich habe bloß mal nachgeguckt. Ich habe die Zeit überbrückt. Ja, klar. Geh mal ins Muss ja Wasser, nicht schwimm gleich mal. hier. Geradeaus. Lol. Okay. Und da gehst du mal hoch auf die Plattform Oh, links und dann kannst lol, du das da den hatte ich ja Gold mal Key drücken. komplett vergessen. No way. Ich meine, irgendwann wäre man natürlich mal hier zurückgekommen, aber. What? Das Let's Play geht schon fast Okay. ein Jahr lang. Wir müssen nichts mehr strecken. Ist schon irgendwo true. Strecken tun wir sowieso nichts hier. Hier gibt es einen Block, eine Tür, hier ist eine Öffnung. Da hinten geht's weiter. Ich müsste mal auftanken, hier auftauchen. Oh, das ist ja angenehm. Ja, das ist ja toll. Und sie will gar nicht wieder abtauchen. Lara denkt sich so, yo, ich mag's hier unter Wasser. Es ist geil. Ich bleib einfach hier. Für immer.
Oh, die Tür geht zu. Guck mal an. Da können wir doch gleich erstmal laden gehen. Aber wir schauen uns zuerst an, wo hier der Hebel ist. Denn hier ist garantiert ein Hebel. Oder auch nicht. Oh, ein Fischi. Ein Fischli. Ich habe keine Ahnung, hier ist nichts. Wir laden mal. F6. Load game.